Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal ansehen, wie mein filterloses, in Anführungszeichen, Aquarium sich so inzwischen entwickelt hat, was ich hier gereinigt habe und wie die Filterung bei mir funktioniert. Also bleibt doch dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir uns das jetzt einmal gemeinsam ansehen werden. Und zwar ist sicherlich dem ein oder anderen Stammzuschauer schon mein Aquarium mit Bachlauf bekannt. Und vielleicht wundern sich sowohl die einen wie auch die anderen, dass wir hier überhaupt keine Bachgeräusche vernehmen können. Was daran liegt, dass ich zwecks des Videos hier einmal das Ganze ausgeschaltet habe, damit wir gleich gemeinsam einmal sehen können, wie tatsächlich das hier funktioniert und wie lange das Wasser tatsächlich gefiltert wird. Aber ich denke, zumindest hier zu Beginn können wir schon mal erkennen, dass das Aquarium an und für sich jetzt wieder einen schönen Durchblick bietet und die Fische hier auch vital sind, die ich dann im nächsten Video einmal füttern werde und sie euch alle noch einmal zeigen kann. Aber nun möchten wir doch den Bachlauf einmal starten. Und zwar sehen wir hier meine Technikinstallation mit einigen Steckdosen und wenn ich hier den Schalter umlege, dann haben wir gleich einen Effekt. Und ich denke, wir können direkt einmal hier hereinschauen, wo wir die Schläuche sehen, die das Ganze verbinden. Die Aufmerksamkeit kann ich auch darauf lenken, dass wir jetzt einmal horchen können, wie lange es dauert, bis tatsächlich der Wasserfall beginnt. Das ist die Zeit, die das Wasser braucht, um einmal durchzulaufen. Und das sind so, ich schätze, 40 Sekunden dürften es schon sein. Und jetzt wird das Wasser eben einmal hier nach oben gepumpt, um dann aus dem, genau mittels dieser Pumpe hier, die wir vielleicht sehen können, vielleicht auch nicht, genau, wird dann einmal hier durchgepumpt und geht dann hier entlang an meinem Bachlauf, dem wir vielleicht einmal in der Länge folgen können. Und ich kann darauf eingehen, was wir hier sehen. Zum Beispiel meine verschiedenen Kletterpflanzen, eine Gelbtafel, die mir hilft, Schädlinge fernzuhalten, bei meinen Tomaten, die auch sehr hilfreich sind, um das Wasser zu filtern, da sie sich die Nährstoffe aus dem Wasser, unter anderem die Fische nicht brauchen und die sie auch produzieren, benutzen, um Substanz aufzubauen. Und jetzt hören wir es doch schon langsam hier plätschern dort hinten, wo es dann wieder herunterläuft, nachdem es einmal seinen kompletten Weg hier durch gefunden hat. Und zwar nicht nur an dieser Stelle, sondern auch hier an meinem Spießmoos, was auch ebenfalls ein sehr guter Wasserfilter ist, dadurch die große Oberfläche und die Pflanzenstruktur eben auch wieder viele Abfallprodukte der Fische verwertet werden können. Denn was für die Fische ihre Ausscheidungen sind für die Pflanzen perfekter Dünger. Und man hört ja auch von Nitritdünger, der ja auch eben aus Nitrit besteht. Und das dient eben dazu, dass hier meine Pflanzen auch schön gedeihen. Und vielleicht können wir erkennen, diese Tomate, die sich hier heranragt, hat sogar schon eine Blüte, an der dann eines Tages im Frühjahr bald die ersten saftigen Früchte hier wachsen werden, ausschließlich aus Aquariumwasser sozusagen. Allerdings kann ich hier an der Stelle noch anmerken, dass man zwar kein Wasser wechseln muss, aber Wasser nachfüllen sollte, denn was die Pflanzen an Substanz aufbauen, ist hauptsächlich Wasser aus dem Wasser, vor allem auch die Früchte der Tomaten beispielsweise. Von daher kann es durchaus sein, dass hier durch Verdunstung oder eben die Pflanzen einiges minimales Wasser verloren geht, was man dann einfach nachfüllen kann mit beispielsweise Regenwasser. Und so haben wir dann hier eine optimale Filterleistung, wo ich noch erwähnen kann, dass hier natürlich durchaus das Wasser länger und gründlicher gefiltert wird als nur durch die herkömmlichen winzigen Filter, die man im Aquarium so kennt. Beim Filtern ist nämlich auch eine Regel, dass die Oberfläche, die ihr habt, auch die Filterleistung widerspiegeln kann. Je größer die ist, desto mehr Wasser wird natürlich gefiltert. Und bei einem kleinen muss das Wasser immer wieder durch diese gleiche Filtersubstanz gefiltert werden, wodurch eben auch sich die Ablagerungen bilden, die ihr vielleicht kennt. Das ist hier glücklicherweise kein Problem und ich finde im Großen und Ganzen ist das doch auch ein schöner Anblick und gleichermaßen nützlich. Zu guter Letzt kann ich noch etwas auf meine Technik dahinter eingehen. Und zwar haben wir ja auch schon gesehen, wie das Wasser hierhin gepumpt wird. Und hier habe ich etwas Beleuchtung für die Pflanzen, die ist essentiell, denn Pflanzen brauchen Licht. Und für die grundlegende Konstruktion habe ich hier eben Teichfolie genommen und das Ganze mit Maschendrahtzaun so verknüpft, dass hier unter anderem die Ranken Raum haben, um sich heranzuranken. Aber der Maschendraht dient auch der Stabilität der Konstruktion, ist auch unter der Folie vorhanden. Und so haben wir hier eben einen abschüssigen Bach, der von ganz hier oben bis auf die andere Seite nach ganz dort herunten sich erstreckt. Und eben das Wasser hier in einer Art Wasserfall in das Aquarium hereinläuft, wo es dann meine Fische erfreut, die sich mit sauberem Wasser natürlich im Aquarium sehr viel wohler fühlen.
Und meiner Meinung nach ist so ein zusätzlicher Filter im Aquarium nicht nötig. Außer ihr habt natürlich ultraempfindliche Fische. Aber ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass selbst Amazonasfische sich hier wohlfühlen. Denn das etwas, sagen wir mal, bräunlich eingefärbte Wasser färbt sich durch die Huminstoffe wie im echten Amazonasfluss oder auch dem Rio Negro, der seinen Namen eben auch hat, weil es ein Schwarzwasserfluss ist. Und diese Stoffe entstehen nämlich dadurch, dass hier abgestorbene Reste und Wurzelwerk in das Aquarium gelangen und so die Huminsäuren freigesetzt werden, die antibakteriell und fungizid, also gegen Pilze, im Aquarium wirken und so die Fische noch gesünder bleiben, als sie es normalerweise wohl im Aquarium sind. Von daher haben wir jedoch wirklich meiner Meinung nach eine schöne Alternative zu der herkömmlichen konventionellen Filterung mittels so eines Schwammfilters, den man auch noch einmal die Woche ausbringen und reinigen sollte. Und damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich wie immer selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr euer Aquarium filtert. Würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr auch nicht vergessen, die Glocke zu läuten, Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.